Ja, so, so, so. Machen wir doch gleich nochmal das Hut hier mit an. So. Da haben wir Marlon Wenzel, AMG One. Vielen Dank an der Stelle hier für den Track Guide. Der fährt ja ganz gechillt mal raus auf die Strecke. Und ich werde hier gleich nochmal so ein paar Bilderchen mit einblenden lassen dazu. Um ganz kurz auch ein bisschen was zur Strecke zu sagen. Hier geht es schon mal direkt auf die erste Kurvenvariante zu. Variante Tamburello, die Kurve 2, 3 und 4. Eine schöne Schikane, die man hier so abfahren muss. Und dann kann man hier einmal so schön rausbeschleunigen. Ich denke, er wird das hier jetzt ganz entspannt machen. Hier geht es auf die Variante Villeneuve zu, Kurve 5 und 6. Also man hat auch da eine schöne Linie, fährt schön über die Curbs. Dann geht es die Kurve 7. Eine wirklich krasse Kurve hier so zum Fahren, weil das hier auch so den Berg hoch geht. Da kommt ihr das Heck gerne mal, die Tosa. Dann selbst dieser kleine Knick hier, Kurve 8. Und dann geht es auf die Piratella, das ist die Kurve 9. Die hat es auch ordentlich in sich, da muss man ordentlich runterbremsen, damit man hier vernünftig rumkommt und dann auch ordentlich wieder am Gas bleiben. Kurve 10 hier. Dann geht es auf die Aqua Minerali zu. Ein ganz bekanntes Ding, die auch ganz, ganz viele Änderungen im Laufe der Jahre so erlebt hat. Die konnte man mal deutlich anders fahren. Jetzt hier, ja, eine ganz krasse Schikane, die Variante Alter. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man die Kiste hier richtig abfliegen lassen kann. Er kann hier mit dem AMG gut über die Curbs gehen. Geht nicht bei jedem Auto so gut, muss man allerdings aber ordentlich mitnehmen. Ja, jetzt hier einmal nochmal den Berg runter. Die Kurve 16 hier, auch so ein mieser Knick, weil man direkt danach den Bremspunkt hat. Und dann geht es in die 17, 18, die Rubazza rein. Ja, und dann geht es jetzt hier auch schon direkt wieder auf die Start- und Zielgerade. Kurve 19 war das jetzt hier gerade noch. So, und jetzt machen wir hier mal ganz kurz einen Cut und springen mal ins Auto rein. Und schauen uns die ganze Geschichte jetzt hier mal mit dem Lenkrad an, wie er das hier alles steuert. Und wir gucken uns jetzt auch die nächsten beiden Runden hier nochmal komplett mit aus dem Auto an. Ich werde jetzt hier in der ersten Runde jetzt quasi nochmal ein bisschen was versuchen zur Linie zu sagen, worauf ihr achten müsst. Was mir aufgefallen ist, ich bin ja auch nur Fahrer wie ihr auch, ne? Nichts anderes. Und teilweise schlechter als ihr. Also ja, und dann gucken wir uns nochmal eine zweite Runde an, ohne dass ich da ein bisschen was zu sagen werde. Dann lassen wir es einfach mal laufen und dann könnt ihr es nochmal genießen. Und ja, dann haben wir das soweit durch. Also wir sehen das jetzt, hier geht es jetzt rein in seine Runde 1, Runde 2, gucken wir uns auch nochmal an. Mal gucken, Runde 3 vielleicht dann auch noch. Lassen wir einfach nochmal durchlaufen. So, ab geht's. Ja, und jetzt hier schon schön rechts rüber sortieren. Der Bremspunkt ist hier so bei diesem Asphaltstück, vielleicht kurz ein bisschen dahinter. Er liegt so ein bisschen am Auto. Hier den Körb schön mitnehmen, hier auch ordentlich drauf rausbeschleunigen sogar wieder. Hier die ganze Geschichte sehr eng halten. Hier kann man sich ruhig noch ein Stück weiter raustragen lassen. Bestimmt in der nächsten Runde auch nochmal passieren. Hier geht man auch ordentlich über den Körb mit rüber. Hier auch, muss man auch. Und dann rechtzeitig wieder rausbeschleunigen. Hier schön die Streckenbreite mitnehmen. Die meisten schalten hier nicht mehr hoch in den vierten, sondern lassen den dritten Gang hier richtig austreiben. Ja, hier muss man vorsichtig am Gas sein. Da aus der Kurve gerade wieder raus, ne, aus der Tosa. Hier bei 150 Metern etwa der Bremspunkt bei dem Schildchen. Dann ordentlich über den Innenkörb hier gehen. Hier auch ordentlich raustragen lassen. Schön eng halten die ganze Geschichte. Hier auf den Körb rauf. Ja, er bremst hier sogar und schaltet schon einmal runter. Ich schalte da mal ein bisschen später. Liegt aber wahrscheinlich am Auto. Die Aqua Minerali ging schon ganz gut. Sehen wir das hier, bremst man auch so, twilbrickt man rein, geht hier ordentlich über die Curbs. Hier macht das sehr entspannt jetzt zum Schluss, damit das Auto nicht verliert. Ja, aber die Linie an sich habt ihr jetzt schon mal gesehen, die war schon wirklich ganz gut getroffen. Also er hält das hier alles sehr eng. Hier geht er ein bisschen weit, ja okay, das passiert mal so am Anfang. Da auch ordentlich über den Curb mitgegangen. Auch das ist hier tatsächlich Pflicht. Das geht beim AMG ein bisschen besser als bei anderen Autos. Muss man schauen. Wird wahrscheinlich nicht überall so eng funktionieren mit jedem Auto. Und jetzt geht's hier mal rein. Jetzt sagen wir mal nichts.
Tosa war jetzt richtig gut. Jetzt hat er die Reifen nur langsam auf Temperatur hier. Schön hingehalten. Ja, dann jetzt hier noch einmal durch die Rivazza und dann geht es auch schon wieder auf die Startzielgerade drauf, die gerade jetzt hier heißt, wenn mich nicht alles täuscht, Variante Bassa. Und dann gibt es noch einmal so diese Motorvariante, da gibt es hier jetzt quasi so den Linksknick, nochmal eine kleine Schikane mit eingebaut. So, gucken wir uns das nochmal hier an. Hier geht er schon mal schön eng, hier auch ein bisschen auf dem Rauf, auf dem Körb, jetzt geht er hier rechts nach außen, Bremspunkt hier beim Asphalt, jetzt lässt er hier rüberlaufen über den Körb. Geht hier langsam schon wieder aufs Gas, jetzt Vollgas, schön eng über den Curb, lässt sich wieder weit raustragen hier. Ja, wir sehen das jetzt, hat er ordentlich Grip gefunden jetzt hier, die ersten 1-2 Runden waren noch ein bisschen glitschig. So, spät bremsen, hier rüber rutschen lassen, rollen lassen, ja, im zweiten Gang hier, genau, ja, oh Gott, ein bisschen geeiert, gut korrigiert. Hat er, glaube ich, keine Zeit verloren, großartig. Jetzt hier hängt er halt auch schön eng, jetzt macht er das Gas langsam wieder auf, Volltrottel. Jetzt ein bisschen rechts halten hier, damit man den Bremspunkt nicht verpasst. 150 Meter in etwa. Jetzt geht man hier eng über den Curb rüber. Rechtzeitig wieder raus beschleunigen. So kriegt man auch Rotation ins Auto. Hier eng halten, schön links bleiben. Auf den Curb raufgehen kurz. Anbremsen, reinrollen lassen. Weiter runterbremsen. Eng nehmen hier über den Curb, damit man rechtzeitig wieder ans Gas gehen kann. Jawohl, das ist gut gelaufen hier, Aquamin-Rally. Jetzt noch einmal die Variante Halter. Das ist der Bremspunkt hier in etwa, wo dieser Curb anfängt. Dann lässt man hier so rüberlaufen und muss dann rechtzeitig am zweiten Knick eigentlich schon wieder ans Gas gehen. Da muss man echt mutig sein. Schön links halten hier die Geschichte. Ist so ein bisschen blind hinter der kleinen Kuppe. Eng halten jetzt auf der rechten Seite bei 150 Metern etwa anfangen zu bremsen. Vielleicht ein bisschen später, je nach Auto, ordentlich rüberlaufen lassen. Hier lässt man eigentlich nur laufen. Er bleibt ein bisschen am Gas. Und dann nochmal schön raus beschleunigen, damit man nochmal alles mitnehmen kann hier für die letzte Passage, den letzten ordentlichen Fight. Um dann noch mal ein bisschen was an Zeit rauszuholen. Ja, das war's dazu. Marlon Wenzel hier mit der 218 AMG One, der jetzt leider in den letzten beiden Rennen nicht mitfahren kann oder konnte. Ich weiß nicht, wie es aussieht, ob er jetzt auf Imola schon wieder mit dabei ist. Wir hoffen's mal. Aber gut, privat geht halt vor. Da war Umzug und alles dran, Hochzeit. Also beste Wünsche, beste Grüße auch an Steffilein und vielen Dank, Marlon, dass du dir die Zeit genommen hast. Und hier, ah ja, hat er jetzt noch schön ein paar Drifts hingelegt hier, das ist so super. Oh, schöne Abschlussbilder hier. Danke, danke, Marlon, wie gesagt, also, ja, versucht's. Alles hat dann auch mal ein Ende. So, also, ja, versucht's ihm gleich zu tun, versucht's ihm nachzumachen, versucht's besser zu machen. Je nachdem, was euer Anspruch ist. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich allen viel, viel Erfolg auf Imola. Und ja, habt viel Spaß mit dem Track Guide, habt viel Spaß auf der Strecke. Und wenn irgendwas ist, ihr wisst, wie es läuft, Alter, sprecht die Leute in der Community an. Die sind alle hilfsbereit und machen alle ordentlich mit. Also, bis dahin, macht's gut und danke fürs Einschalten.